Willkommen zurück bei Resident Evil Revelations. Wir sind auf der Suche nach der zweiten Lieberhälfte. Ja. Und wir dürfen rein. Vermuten, dass die hier ist. Das hab ich doch. Stinkt wie Kuhscheiße. Mhm. Die müssen hier Tiere gehalten haben. Was für eine Ausdrucksweise hat die junge Dame. Hast du recht. Da ist Pistolenmunition. Gucken, was da drin ist. Ja, uns fehlt eine halbe Leber, ne? Wo ist Pistolenmunition? Hast du schon aufgesammelt? Habe ich schon aufgesammelt. Ach so. Ja, die werden wir hier schon finden. Die halbe Leber. Oh. Ah, so, ein bisschen anders hinsetzen. Zuerst waren wir bei einer Lebensmittelfabrik und jetzt sind wir... Ich weiß nicht, was eine Schlachterei hier war. Oh, super. So was mag ich ja. Ah, inzwischen finde ich ordentlich Pistolen. Türen mache ich jetzt mal noch keine auf. Guck mich nur um. Hast du es gehört? Eine stinkende Chemik. Ah, ah! Fuck! Ich hab's falsche gedrückt. Kriegst du ihn geblendet? Ja. Okay. Die Leute immer herkommen. Oh! Meine Fabrik ist ruiniert. Ruiniert! Alles nur wegen ihr. Was zum Teufel sollen all diese Fallen, die sie aufgestellt hat? Behauptet, sie wären für die Sicherheit. Solche Sicherheitsmaßnahmen habe ich noch nie gesehen. Was zum Geier soll daran sicher sein? Sie hat ein paar verdrehte Ideen in ihrem Kopf. Es muss an ihren Eltern liegen. Wer weiß, was für gräuliche Misshandlungen sie ausgesetzt war. Muss mein Temperament im Zaum halten. Ich bin zu weit gegangen, habe angefangen, sie anzuschreien. Da hat sie es mir aber gegeben. Sie hat ihr Versprechen rückgängig gemacht und jetzt schmeißt sie hier den Laden. Ich will sie nicht noch mehr auf die Palme treiben, also halte ich besser den Mund. Ich weiß, wo ich hingehöre, nämlich dahin, wo ich am Leben bleibe. Schließlich ist mein Leben jetzt das Einzige, was mir noch bleibt. Okay. Tagebuch eines Fabrikmitarbeiters. Okay, hier scheint nichts mehr zu sein sonst. Das sind Dings. Mhm. Schrotflintenmunition. Cool. Ah! Wo ist er hin? Jetzt! Sehr schön. Gut. Geht's nach unten? Hier ist ein Explosivfass. Rotes Kraut, cool. Explosivfass ist gut. Da wissen wir schon mal, dass da sicherlich ein paar Gegner kommen werden, ne? Unten konnte man auch eine Tür aufmachen. Hast du es probiert gehabt? Ne, ich habe noch gar nicht viel probiert. Groß. Hier ist die Tür jetzt zum anderen Raum offen. Okay. Unten war auch eine. Achso, das war die von unten, oder wie? Unten? Ja. Wo wir vorher waren. Sorry. Da haben sie bestimmt Schweine drin gehabt oder so. Möglich, ja. Bin ich gerade da geht's nach Fässer unten nämlich. Das kann man nichts machen. Ne? Züchtet haben. Explosivfässer. Da ist blutig. Lecker. Geh du vor. Oh, Schweine. Das haben wir in der Vorschau doch gesehen. Ja. Eine Metzgerei. Hier wurde Vieh geschlachtet. Ja, toll. Wie viele verfluchte Filets muss man machen, um diese Menge Blut zu bekommen? Das wäre nicht mein Job, ne? Oh, ich glaube, in der normalen Schlachterei sieht es aber auch nicht ganz so aus. Nee, aber generell, das wäre einfach nicht mein Job. Richtig. Nee, so richtig wäre es meins auch nicht. Nee, nee. So, mein Schwager ist, oder war Metzger. Also das, nee. Ist auch nicht meins. Überhaupt nicht. Komm mal da rein. In die Suppe? Nein, und ich gehe auch noch rein. Pfui Teufel. Ja, alles an den Beinen jetzt. Lecker. Das um soll zusammenbleiben. Ich komme ja schon. Nein! Was rüpfe ich da? Wow, ist ein Boss. Was ist das? Ein Boss. Ach du Scheiße. Hingeh erstmal.
Ach so, das ist wieder, den wir schon mal hatten. Okay, ausweichen, wenn es gut geklappt. No, er läuft. Ich hau ihm die ganze Zeit. Ah! So ich versucht anzuschießen, während er das lädt, dass er vielleicht dann in dem Augenblick. Diesmal halt, bin sogar ich mal verletzt, man glaubt es gar nicht. Aber du heilst dich ganz gut wieder, glaube ich. Ja. Wow. Doch mal weiter weg. Wo ist er jetzt? Da hinten. Der geht in die Süff rein. Was mag er das halt? Ich will jetzt keine meiner Dings verschwenden. Sehr schön. Um ihm eine raufzuhauen, sage ich jetzt mal. Ich habe halt versucht. Das klappt nicht ganz. Immer wenn er diese seine Kanone belegt, habe ich gedacht, vielleicht wenn man ihn dabei trifft, dass es auf runterfällt. Das Glitzer, so. Glaube ich, ne? Ja, ja. Wir gucken, ob man irgendwas mit der Umgebung machen kann. Zwar sind die manchmal auch so. Schädi. Dass man. Ganz schön viele Gänge sind hier. Dass man irgendwas, weißt du, irgendwie einklemmen kann oder das gibt's ja manchmal oder irgendwas, irgendwas in der Umgebung nutzen kann, irgendeine Maschine. Ich versuch wieder hinter ihn zu kommen, dass ich ihn mit dem Brecheisen schlagen kann. Hier ist ein Explosivfass. Wir müssen hier. Ups! Wenn ich ihn hier hinlocke und das in die Luft jage, das. Komm her, komm her, komm her. Später. Ist er jetzt schon kaputt, wo oder ist er? Nicht? Hier ist Feuer jedenfalls. Der ist schon kaputt. Hab ihn. Ah, super, klasse. Kann ich noch da hinten hinlocken können zum anderen Explosivfass? Ich wollte ihm gerade, wenn ich außen rumlaufe, dass ich ihm wieder eine draufgebe mit dem. Nee, schön. Hat ein Explosivfass gereicht, ja. Aber hier ich hätte doch was drin? Geglitzert. Ja, hier ist doch was. Sehe ich doch. Hm. Maschinenpistolen. Geh ich gerne in die Suppe. Viel Spaß. Ich mach hier mal das. Ich kann mich da reinhocken, oder? Wow! Nee, das macht sie nicht. Das ist ja dann doch das, zu viel. Das ist ja dann zu eklig. Bei mir reicht's auch. Komm ich hier wieder raus? Ich sehe gar keine Leiter. Da. Sag mal. Ob ich noch irgendwas finde. Okay. Na, da ist noch was drin. Na, lecker. Voll rein. Yeah! Erweiterungstasche, Claire. Cool. Wie habe ich denn jetzt? Boah. Schön viel Platz. Der Chris Redfield im ersten Resident Evil 6. Boah, der hat nur 6 Slots, sechs ne? 6 Inventarplätze, das ist so mies. Was war das? Ach, was du. Das bin ich. Ich gucke mich auch mal um, ob ich hier noch irgendwas sehe. Mit meiner Taschenlampe, ne? Hast du alles schon gemacht? Passt. Mit zwei Wege. Es geht hier noch weiter. Schön wäre es, wenn es jetzt so richtig schön blutig, matschig. Mhm. Guck mal, ob da hinten die Tür auf, ob die aufgeht. Bäh, gegen die Schweinehälften gelatscht. Guck mal, ob man hier durchkommt. Nein, also müssen wir da hinten lang. Ich muss nur gucken, ob hier nicht irgendwo was steht. Das sehe ich bloß nicht, weil ich da nicht reingegangen bin. Oder in der Schweinehälfte irgendwas drin ist. Könnte sogar sein. Eine Leber. Bist du wo irgendwo durchgekommen? Ja, ich bin hinten an der Tür. Geht, kommst du bestimmt eh gleich mit. Brecheisen, brauch ich. Da muss ich kommen. Genau, da hinten. Moment, hast du es gesehen? Schießpulver. Schön. So. Das glaube ich dir gleich. Ja, glaub mir. Kann man gleich kombinieren. Hier ist sonst nichts. Ach, doch. Grünes Kraut habe ich, hab ich. Genau, da stand ich genau in der Ecke und habe geguckt, ob ich irgendwas sehe. Ohne Taschen habe ich keine Chance gehabt. Das meinte ich zu dir eben. Ja. Also auch wenn ich Moira spiele, das funktioniert halt nicht. Keine Chance einfach. Oder sehr selten, dass du da was erwischt. Ein bisschen hier, Mädchen. Hinter uns ist niemand, ne? Pass auf. Bleib mit dem. Gut. Gut, ich hab's. Rauf. Ja. Hier sieht's ja noch leckerer aus. Wird immer besser.
Da ist schon wieder so ein, ne? So ein blödes Ding. Ja, diese Automaten, ne? Diese Dinger da. Die fallen halt. Aber die gehen nicht richtig im Moment, die gehen nachher irgendwann an. Die gehen nachher an, wahrscheinlich. Wenn wir es nicht gebrauchen können. Wenn wir uns drunter drucken, sind wir schon mal geschützt vor den Messern auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob die noch mehr Überraschungen parat haben. Ja, weil... Ah, da oben ist eine Kiste. Oh. Kommen wir da oben hin irgendwie von drinnen? Jemand hochlüpft? Ich glaube, wenn irgendwie der Schalter geht, warum müsste der Strom okay, anmachen? Nee. Mhm. Okay. Hier ist ein Schalter. Wenn wir Schlüssel nehmen, geht's hier rund. Die haben auch unten, Die haben auch unten. Oh Gott. Was passiert sonst noch? Gucken, warte. Wir Schalter nehmen, nicht, dass wir nicht... Keine Schalter. Ich glaube, wir müssen einfach raus dann, oder? Weil die gehen dann auf und da drüben zu. Müssen wir dann einfach ducken und durch. Ich glaube, bleib mal stehen, genau. Und stell dich schon mal möglichst weit in die Nähe. Und kannst dich hier schon mal ducken und dann einfach durchgehen. Ich muss dann halt Soll ich das machen? Warte, ich gehe einfach raus. Warte. Geh schon mal raus, ja. Lass den Stress nicht. Okay. Bist raus? Ja. Vielleicht kannst du den Schalter umlegen. Vielleicht kann ich dann da... Ja. Ich habe wieder aufgemacht. Das ist tatsächlich so. Stell dir vor, wir wären beide drin gewesen, dann wäre es nicht gegangen. Hätte sein können. Hier, ne? Die Tür nämlich zu war. Das hätte echt sein können. Ja. Da hätte ich den Schlüssel vielleicht wieder ranhängen können. Das geht ja mal. Obwohl, das hat sich ja gedreht. Gut. Haben wir auf jeden Fall am Ende. Wir haben gemacht. Jedenfalls. Aber wie kommt man jetzt da oben hin? Von da innen, ist eine Kiste. Von innen, glaube ich. Wir haben den Schlachthausschlüssel. Okay. Gucken, ob jetzt nicht neue Gegner spawnen. Ja, pass auf. Ist deiner? Na. Hast du es gehört? Ist dein Gegner? Sieht irgendwie so komisch aus. Ist das? Nee, das glaube ich ist kein Gegner. Das ist der alte noch. Ach so. Hast du so schlecht gesehen auf die Entfernung? Oh mein Gott, ja. Dachte doch so, oh Gott, was ist das denn schon wieder? Aber wir haben unsere Leber noch nicht, ne? Nein. Hier sieht es doch so einladend aus. Sehr geil. So dunkel immer. Muss denn das sein? Anscheinend muss das so sein. Das gehört sich so. Ist da wo was drin da? Nichts gesehen, aber vielleicht kann ich es auch ohne Taschenlampe nicht gut sehen. Das sieht nicht so aus. Kommt doch bestimmt gleich wieder so ein Heini. Das wäre nicht so überraschend. Wie es hier aussieht. Also. Super eklig, ey. Da drin kann man was. Sollen wir erstmal hier oben? Man muss da rein erstmal in die Suppe. Da geht's sonst nirgendwo hin, oder? Da ist was im Behälter. Das sieht nicht gut aus. Was ist das denn für Maschinen, ne? Guck jetzt mal kurz, was hier drüben ist. Da ist eine Tür, die mache ich noch nicht auf. Was sind die Maschinen, ne? Ups. Maschinenpistol. Bist erschrocken? Ja. Maschinenpistolen, das heißt Gegner, ne? Scheiße. Voll viel Maschinenpistolen. Was mich immer so wundert, ist hier diese auf. Achso, ne, die ist jetzt mal vergittert. Das war es nicht vergittert. Soll ich mal da gucken, ob ich da aufmachen kann? Probier's mal. Okay, das geht auf. Okay, gucken wir uns erstmal um, bevor wir irgendwelche Sachen aktivieren und machen. Sehr schön. Ja, ist das sowas. Kannst du das mitnehmen? Hier auch. Hier ist so ein Schalter. Saphir, schön. So, möchtest du ihn bedienen? Ich gehe da rüber. Warte mal, ich habe hier noch was anderes. Okay. Nein! Ganz knapp. Dann gehe ich schon mal in einen Raum und du kannst dann gleich den Schalter bedienen. Was das genau macht. Jetzt ist woanders wahrscheinlich. Ach. Ups. Nein! Hast du es gesehen? Das war so knapp! Nee, hab ich nicht gesehen. Was ist denn das? Ich mach das jetzt so lange, bis ich das aufkrieg, da den Scheiß. Natürlich. Nee, das ist auch nicht. Kann ich das bewegen einfach dann? Was? Kann ich draufsteigen? Oh, da liegt ein Saphir. Schön. Guck bei den anderen noch, wo du rauf kannst. Ah, sehr gut. Teilebox! So,
Kann man hier noch den Schalter bei dir? Ich den Schalter? Aha, ich bin ja hier drüben. Was dann passiert? Das ist der Schalter, ne? Sonst ist hier nichts. Kann man da nicht noch wo rauf? Okay, gut. Was gemacht? Ja, ich habe meine Hand noch drauf. Ah, hier, guck mal, dann bewegt sich es da oben. Kannst du das da reinfallen lassen oder so? Das genau da drüber stoppen oder sowas? Ich habe es jetzt gerade mit A ausgelassen. Dass es genau da drüber anhält, weißt du, ich meine? Achso. Wenn es hier kommt. Du musst mir das sagen, wann. Guck einfach oben. Jetzt? Das dauert noch ein bisschen. Ja. Wo kann ich, wenn ich da draufsteige, bringt das irgendwas? Wenn ich mich da ranhänge? Ist es? Dann kann ich es vielleicht runterschießen. Ja, noch ein bisschen, das will ich nicht. Mach's normal. Fast, das war ganz gut. Und dann schieße ich es runter. Und dann fällt das da rein. Mal gucken, was dann passiert. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Stopp mal, ruhig. Das ist gut. Okay. Wir müssen mehr Blut reintun? Mehr. Mann, ist die Frau krank. Mehr? Mehr? Muss normal machen oder ja. So. Das reicht noch nicht. Das ist halt die Leber hier wahrscheinlich. Aber dann kommt das hier, kann ich irgendwie da irgendwie dran greifen. Das ist ein großes Stück, das ist gut. Jawohl. Dann steigt das hier an. Ah, okay. Auch wie richtig abbrochen. Es passt schon rein. Ja. Da kommt einer! Ah! Noch Weg. Da! Ah! Was? Hier auch noch einer. Ich muss den Explodierhansel loswerden. Noch Weg. Dauert noch kurz. Kommt noch einer. Wer war da drin? Das waren zwei. Da, schau, der kommt gleich. Jetzt. Kleine Überraschung noch beim. Ja, genau bei mir. Maschine befüllen. Frechheit. So, jetzt. Okay, ich mache jetzt nochmal. Letztes Mal, dann kann ich da. Komme ich ran. So was, ey. Die Maschine auch aussieht. Das Arbeitssicherheit wird auch nicht so groß geschrieben. So. Ich habe in der Küche immer die Finger, also als ich in der Küche gearbeitet habe, die Fingerkuppe abgeschnitten. Du? Ja, an so einer Schneidemaschine. Weil wenn da solche Maschinen rumgestanden hätten, guck das mal an. Stacheldraht, Claire, Stacheln. Aus dem Behälter ist was gefallen. Musstest du die wieder annähen lassen? Nee, ist halt nicht. War nicht so schlimm, oder? Fuck! Okay, das hab ich zu spät gesehen. Ich auch. Ich sehe gerade nichts. Ich sehe gerade wieder. Ich sehe immer relativ schnell wieder. Du heilst vorhin auch wieder. So. Nee, es war schon ein bisschen. War nicht so wenig in der Fingerkuppe, aber es konnte sich nicht. Es ist einfach nachgewachsen, aber es war schmerzhaft und unangenehm. Eine Weile dann. Meine Schwester hat sich die mal komplett abgeschnitten. Bei der Wurstmaschine. Ja, ich habe auch an der Wurstmaschine. Boah, das ist grausig. Echt grausig. Ah. Ah, denk ich, wenn ich dran denke, das ist echt furchtbar. Nein. Ich glaube, da kommt jetzt was. Hm? Da die Stressmusik. Vorne. Oh, das ist wieder so einer. Kann umgehen. Locken wir ihn halt sonst zu diesem... rausgehen. Müssen ihn nicht töten. Nicht, wenn wir da rausgehen könnten. Ah! Oh! So einer. Wo kommt man denn hier raus? Ja, ist halt den wollen wir schon. Kriegst du den geblendet? Bin dabei. Nicht so einfach. Jetzt! Ah, ist ja schon. Dann ist noch zum Glück da hinten in der Suppe. Pass auf. Vielleicht wenn wir...
Du musst erstmal bitte los. Oh. Ah, ich dachte, ich wäre weit noch weg. Ich blende den anderen. Du musst mir ein bisschen aus dem Weg gehen. Geh weg, geh weg, geh weg. Ich bin gerade auf dem Weg. Sag doch, geh weg. Ich hab's versucht noch. Fuck. 2 auf dein Konto. Ah, fuck. Der eine war schon zu nah, als explodiert ist. Ich dachte... Okay, probieren wir es nochmal. Moment, Lampe. So. Ist ausgerüstet. Hoffentlich. Ich weiß nicht, ob er einfach rausrennen kann. Wahrscheinlich nicht. Ich glaube nicht. Dann kann ich vielleicht... Lass mal hier hinten hingehen. Wir haben ein bisschen geschützt. Die kommen jetzt von da oben runter. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, warum da die Lüftungsschächte so offen sind. Ja. Hm? Ist mir der andere da hinten? Einer ist in der Suppe. Aber wir gehen jetzt. Da kommt einer, glaube ich. Hier ist einer. Der kommt jetzt gerade. Da kommt einer von oben. Er ist geblendet. Achtung. Ich habe erstmal den anderen Dude gemacht. Ja. So. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Der hat mich gerade ausgewichen. Ich habe einen auf die Fresse bekommen. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen gerade. Ich versuche ihn mal ein bisschen noch zu beschäftigen. Das ist eigentlich jetzt. Sehr gut. Klatsch mal nach. Der bleibt liegen. Boah, aber das ist jetzt schon stärker geworden. Der Dude. Mein Brecheisen. Sonst haben wir es dreimal machen müssen. Nämlich, pass auf, geh weg. Ja, da schieße ich nicht mehr so nah. Ach, renn einfach, renn. Mach ihn platt. Ich denke immer schon, der hat. Wir werden nicht zu viel Kugeln verschwenden. So. Ah, hinter uns. Achtung, hinter uns. Weg hier. In die Suppe. Ich glaube, er hat ihn mit erledigt. Hier hinten geht's auch raus. Ja. Dann locken wir ihn hier hinten zu dem Explosivfass. Genau. Den dicken, ne? Mhm. Geh lang. Ich lauf da steht noch einer. Das ist schon wieder so einer. Ja. Mein Gott. Okay, der hat's schon. Wow. Naja, der will... Der tritt jetzt auf. Wo ist du? Ist für, hä? Was? Wo ist denn das gewesen? Achtung, erstmal den hier. Jetzt! Achso. Hab ich schon zerschossen. Geh mal einfach raus. Könnten wir auch unter Umständen, guck mal. Oh fuck. Spawnen auch ein paar. Kommt einer. Der da. Ah! Au! Ich bin von hinten getroffen. Ich bin gerade weggetreten. Ich muss gerade ein bisschen weglaufen, weil ich bin gerade ein bisschen schwerer verwundet. Da ist es. Da ist auch einer. Wow. Okay, der explodiert. Ah! Fuck! Ich lauf. Erstmal, stopp. Erstmal müssen wir kurz warten. Dann heile ich mich mal. Oh Gott. Ah, ich blute deswegen. Okay. Mach was. Ist er, wenn er hier in der Nähe ist. Au. Boah, von hinten, von hinten. Oh, wow, wow, wow. Hilfe, Moment. Ich sehe nichts. Erstmal. Hilf mir mal. Ich sehe einigermaßen gerade. Ja, bei mir nicht. Ich sehe nichts. Ist wieder gleich wieder. Ist hier gerade. Okay. Wow. Wow. Okay. Hier geht's nirgendwo raus. Ups, er hat mich voll getroffen. Kann ich was machen? Nee, halt nicht. Schlimm war es auch nicht. Müssen warte, er da wieder! Werden. Jetzt! Auf dem Weg. Jetzt müsste es sein. Der ist weg. Nochmal hinten nach. Ist da. Schieß mal, wenn er da in der Nähe ist. Raus? Ich will ihn jetzt auch umbringen, habe ich schon so viel Schaden gemacht. Der ist jetzt dran, sich auf mich ein. Ist der nicht draußen jetzt bei... Oh, ah! Oh, oh, oh. Willst du ihn mit diesem Fass machen, oder? Hab ich schon. Und den Schaden hat er schon bekommen durch das Fass. Mich hinter versteckt gerade. Jawohl. Ah, sehr gut. Ich glaube, wir hätten einfach gehen können, aber es ging ums Prinzip. Ja, aber wo hätten wir denn hingehen müssen? Ich weiß es schon wieder gar nicht mehr. Achso. So, mal kurz gucken. Erstmal alles nachladen. Gut haben wir es gemacht. Ja.
Na dann. Vielleicht hätte er uns auch noch weiter verfolgt, wer weiß. Aber wie viel Heilkräuter haben wir noch? 6 Verbandmittel, Desinfektionsmittel. 3. Stoff können wir noch. Was haben wir hier unten noch? Stinkende Chemikalien, kein Dings. Schießpulver. Teilebox. Lieber Replik. Ja, gehen wir raus. Ha! Endlich raus aus dem Schlachthaus. Das war ziemlich eklig. Ja. Okay, das sollte genügen. Hm? Ah! Scheiß Statue! Wir hatten einen Höllenspaß. Komm schon. Ich stand noch da und hab mir die angeguckt. Mein Gott. Kann man da hochklettern? Nee, okay. Oh, Fässer. Hm. Ich habe noch ein grünes Kraut gefunden. Cool. Können wir eine Pistole? Da ist auch ein grünes Kraut. MPM gegen P10. Ja, wenn ich jetzt wüsste, welche besser ist halt. Bei meinem Bild. Ist das die? Nee, ist nicht die. Steht auch gar nicht, wie viel Schaden die macht. Klassische kompakte Pistole, ich tausche die mal. Leistungsstarke Pistole. Ist aber nicht leicht zu modifizieren. 14,21. Ich glaube, wir haben ein Emblem übersehen. Das war bestimmt im Schlachthaus. Meinst du? Glaube ich. Weil es schon so lange wieder her ist. Was haben wir jetzt denn? Weinfüße. Die zugesperrt. Was zum Teufel sagt er da? Ich weiß kein Mensch, ne? Nee, jedenfalls nicht, weil wir kein Russisch können. Ruski. So. Das habe ich ja schon probiert. Die Musik ist gerade ganz cool. Ja, sehr spannend, ne? Wow. Da ist sicher wieder der Dicke da. Der, oder? Hat das nicht? 5 Minuten, okay. Wie bitte? Ich wusste, das ist eine Falle. Claire, lauf! Ich kann da oben rauf, ne? Lang. Sehr gut, dann kannst du jetzt da lang, gerade das Feuer ausgemacht habe. Die wohl will uns entfernen. Das hat sie wohl. Pass vor. Mal ein bisschen auf, ob da nicht wo ein Emblem ist oder so. Ja, wenn ein Gegner ist, musst du was sagen. Kannst du bestimmt das Feuer hier ausmachen für mich? Bin schon dabei. Danke. Hab ich. Fucking Gott, da ist wieder was, das musst du mir ausmachen. Ja, ich bin auf dem Weg. Da liegt jemand auf dem Boden. Ist der Dude tot? Nein! Oh mein Gott, der ist nicht tot! Ja, ich mache hier gerade, ich mache das nächste Feuer für dich auf. Ich kann dem nichts, ich, Das Feuer ist aus. Ja, aber der kommt da auf mich zu. Ja. Ich kann hier nirgendwo weg. Oh genau. Mein Gott. Kommst du nicht weg? Ja, ich bin jetzt durch. Ich lenke ihn ein bisschen ab. So, weitergehen einfach erstmal, soweit es geht. Oh, hier habe ich einen Typen. Oh mein Gott.
Ah! Ich mach hier aus. Danke. Da geht's hier nicht weiter. Ich hab das ausgemacht, was hier war. Danke. Noch ein Weg. Kann ich überhaupt lang? Kann ich. Was bist du? Entschuldigung. Hast du mich geschossen? Nein. Da ist noch was. Die vier Tore. Erst ein bisschen eine Lesestunde. Ohne Wissen fortzufahren bedeutet, dein Leben zu riskieren. Wähle mit dem notwendigen Wissen. Nicht alle Antworten liegen direkt vor dir. Okay, wir müssen jetzt hier was machen mit diesem Öfen, Köpfen, oder? Ja. Okay, du hast einfach mal irgendeinen gedrückt. Das ist die gute Idee. Ich hab einen. Ich wollte mir das mal angucken, wie ich hier vielleicht nicht reinfolge, was machen. Hast du vielleicht zufällig einfach den richtigen gemacht? Meinst du? Wo bist denn du? Hier gehen alle auf sonst. Nee, guck, dahinter, die anderen sind Sachen. Da sind so Stacheln gewesen, die hätten nicht kaputt gemacht, wenn du da durchgegangen wärst. Oder wenn du die aufgemacht hättest. Da kommt man nicht hoch. Ja, hier ist die Tür, geht raus. Achso. Guck mal, siehst du das? Die anderen sind überall Stacheln. Wenn du die aufgemacht hättest, hättest du dich wahrscheinlich sofort einen Stachel abgekriegt, sofort beim Aufmachen. Boah, cool. Ich hab genau intuitiv. Das hat geklappt, ich will mich nicht beschweren. Du hast echt die richtige Tür. Einfach so die richtige Tür. Straße. Oh! Bam! Jawoll! War es auch schön für dich? Komm, verschwinden wir von hier. Die Frage kenne ich öfter. Bla, bla, bla. So. Das ist sie! Die Kanalisation, die zum Turm führt! Die Aufseherin hat uns jeden Schritt im Blick gehabt. Aber wenn sie uns nach der Explosion für tot hält, können wir sie überraschen. Glaubst du, da oben ist? Star-Meuer. Ich weiß es. Ich hab ganz gesehen. Wo ist denn Neil? Das müsstest du dich eigentlich fragen, nicht ich mich. Da irgendwo. Ja, ich hab nicht übergeguckt. Nee, ne? Könnte ja was. Ja, hab ich auch vermutet. Sehr klug. Hätte gepasst, ne? Hätte gepasst, ja? Finde ich nämlich auch. Da hab ich jetzt nicht umgucken lassen, ob ich was sehe. Einfach Tür aufgemacht. Mhm. Ja, ich hab jetzt schon geguckt. Ja, du! Was siehst du denn? Neil und das Mädchen waren nicht in der Fabrik. Nein, ich hätte auf dich hören sollen. Neil hat die Nachricht nicht geschrieben. Das würde er nicht. Ach, ja. Oh! Au! Wer seid ihr? Was wollt ihr? Runter damit! Scheiße. Ist er bei Terra safe? Ich kenne nicht Ding, wovon du redest. Kein Armreif. Warum haben sie keinen Armreif? Sehe ich etwa aus wie Frau? Heilige Scheiße, alter Mann. Wissen Sie, was hier los ist? Sie müssen hier abhauen, bevor es zu spät ist. Niemals. Ich bleibe meiner Heimat. Geht jetzt weg. Ihre Leute kommen zu unserer schönen Insel und nehmt einfach alles weg. Was auch schlimme Dinge passieren, fragt nicht meine Hilfe. Okay. Sterbt in euren eigenen Orten. Hier ist meiner. Kann ich ein bisschen die Waffen vergleichen? Ja. Ja, ich dachte, dass es hier jetzt. Ganz kurz, dass es hier jetzt bald Blödes zu Ende ist, aber Fossil. Anscheinend. Ich hab solche Typen echt satt. Geht's ein bisschen weiter? Das heißt. Barry. Du sagst, hey, gehen wir nach links. Und er geht nach rechts, nur damit er recht haben kann. Ja, mit meinem großen Bruder war es als Kind auch so. Ich baue ein einziges Mal Mist und auch ohne sein Nachhelfen fühlte ich mich mies. Genau. Ja. Ich würde sagen, in der nächsten Folge erkunden wir ein bisschen die Kanalisation. Treffen dann wahrscheinlich auch bald auf Moira und Barry. Oh, nicht direkt, aber wir wechseln dann wieder zu Barry und Natalia. Kann ich mir vorstellen. Ja. Und kann ich noch ein bisschen meine Waffen. Ich habe ja mehrere. Ich habe jetzt irgendwie 6 Waffen schon, muss ein bisschen gucken, welche ich dann nehme und wie ich die Modifikation mache. Und was man mit dem alten Mann auf sich hat. Ja. Das alles erfahren wir hoffentlich in der nächsten Folge. Bis dann. Bis